Ich heiße herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahmesession von Genshin Impact. Sie wird nicht allzu lang, weil ich nur eine kurze machen möchte. Ich möchte aber ein paar der Funktionen oder, nein, nicht Funktionen, der Sachen zeigen, die ich noch nicht hatte. Zum Beispiel würde ich gerne hier einmal Gebet heute machen. Hatte ich bisher noch nicht. Dann werde ich noch ein bisschen was von den Materialien, die ich bekommen habe, zum Kochen verwenden. Und dann halt gucken, was ich von dem, was ich in den Gebeten. Wieso bin ich eigentlich gefreezed, aber Paimon bewegt sich? Okay, warum auch immer. Auf jeden Fall werde ich das, was ich beim Gebet bekommen habe, dann auch ein bisschen testen wollen, was es auch immer dann sein wird. Kurz für. Da war wieder mit der Steuerung. Kurz zur Erklärung für, wie ich das mit dem Gebet machen werde. Ich werde nicht irgendwie mir eine T-Liste hier hinlegen und sagen, ja, ich muss das und das und das ziehen, sondern ich ziehe einfach, schau mir, was mir persönlich davon gefällt, sei es vom Aussehen, vom Charaktertyp, wie auch immer, und ja. Das werde ich dann spielen. Also ich mache nicht irgendwie, wie gesagt, diese T-Liste auf und suche mir da die besten raus. So, dann werde ich mir kurz die Sachen hier holen. Ich glaube, dann habe ich alles schon. Ja, habe ich schon alles. Sehr gut. Okay, dann werden wir damit auch direkt anfangen. Ich schalte mich dann weg. Zack. Und wir schauen mal, was uns die Gebete denn bringen. So, ich habe das bisher noch nicht gemacht. Deswegen habe ich hier noch das Gebet für Anfänger. Hier oben haben wir momentan, zu dem Zeitpunkt, wo ich spiele, bombastische Einladung. Dann haben wir göttliches Werk. Das sieht mir nach reinen Waffen aus. Und Wanderlust. Okay. Wir werden aber. Also wir haben einmal Figuren, Waffen und ein Standardgebet. Das, was wahrscheinlich immer da ist, da wechselt wahrscheinlich aber die, was da rauskommen kann. Und dann halt noch das, was ich als Neuling machen kann. Verbleibende Möglichkeiten 20 von 20, wie gesagt, ich habe es noch nie gemacht. Ich brauche aber trotzdem die Material, die Sachen dafür. Okay. Machen wir einfach mal. Mal schauen. Da ist was Gutes anscheinend bei. Eine Waffe. Schwarze Quaste. Okay. Dann haben wir hier auch Waffe. In Anführungszeichen Waffe. Ist das ein Buch für Zauberer? Xiang Ling. 4 Sterne. Sieht mir nach einem Charakter aus. Ich weiß nicht, inwiefern es auch irgendwelche anderen Sachen gibt, die halt wie Charaktere aussehen, aber die einfach nur einen Boost geben. Es gibt zum Beispiel Spiele, da gibt es sogenannte Tattoos, so in die Richtung zumindest. Und die werden aber auch mit einem Charakter abgebildet, sage ich jetzt mal. Ob das jetzt sowas war, keine Ahnung. Ich vermute aber eher, dass es ein Charakter war. Dann haben wir hier nochmal eine Waffe. Noch eine Waffe. Die sind alle bisher 3 Sterne. Nochmal dasselbe Buch. Okay, ich würde jetzt so vom Aussehen sagen, ein Zweihandstreitkolben. Charakter, Noelle. 4 Sterne. Noch ein Charakter, Ning Yuan. Wie war das? Bei jedem 10. mindestens ein 4-Sterne-Charakter. Ich habe gerade 3 gezogen, wenn ich es gerade richtig mitbekommen habe. Ja. Würde ich jetzt gerade als ziemlich gut ansehen. Dio, verwendete Waffe, Stangenwaffe.
Okay, und sie scheint irgendwie Zirkusartistin in die Richtung, keine Ahnung. Eine recht bekannte Köchin aus Liyue, die Gerichte mit Leidenschaft zubereitet. Ihre Techniken sind feurig genug, um ihren Gegnern den Appetit zu verderben. Aha, also Feuerelement. Okay, sie schlürft den Apfel. Talente. Guoba erscheine. Das ist dieser komische. Ich würde sagen, Dachs in die Richtung. Stimme können wir nicht lesen, weil es mit japanischen Schriftzeichen ist. Also wer sie spricht. Dann gucken wir hier noch. Sie verwendet zwei Hände. Eine verlässliche Magd des Ordo Favonius, die eines Tages gern ein richtiger Ritter sein will. Vielleicht können wir dazu verhelfen. Auch hier natürlich wieder Stimmen, also ja doch Stimmen nicht lesbar. Schade, dass man hier nicht direkt schon irgendwie sagen kann, hey, sprich mal, so nach dem Motto. Okay, und dann gucken wir uns noch die letzte an von den dreien, die wir bekommen haben. Waffe Katalysator. Das ist eine Pfeife. Ob das ihr Katalysator ist, keine Ahnung. Der Tianguan unter den Xiying von Liyue. Ihr Reichtum ist enorm und bleibt unangefochten der größte im ganzen Land. Okay. Ich bin jetzt am Überlegen, ob die Pfeife, die sie hat, wirklich ihre, in Anführungszeichen, Waffe ist. Aber die Waffen braucht man sich nicht angucken, würde ich sagen. Das können wir gleich dann alles sehen. Und wir haben. Eine Währung, die beim Händler gegen wertvolle Ressourcen eingetauscht werden kann, zurückgeblieben vom Staub des Schicksalssterns. Vielleicht vermag es in der richtigen Menge, das Schicksal zu bestimmen. Aha. Herkunft vom Gebet. Herrenloser Sternenstaub. Das heißt, selbst wenn man mal irgendwas sieht, was man dann zum Beispiel wie jetzt eben, ich glaube, ich habe zwei Waffen doppelt gezogen. Selbst wenn man Waffen doppelt zieht, das lohnt sich trotzdem, was das zu machen, weil man halt diesen herrenlosen Sternenstaub kriegt. Womit man anscheinend irgendwas eintauschen kann. So, und Noelle, die wir hier abgebildet gesehen haben, habe ich schon bekommen. Ah, okay. Ich habe jetzt verbleibende Möglichkeiten 10 von 20. Das heißt, einmal ziehen, wie wir es gerade gemacht haben, waren jetzt 10 Möglichkeiten. Okay. 3, 4 Sterncharaktere, würde ich jetzt einfach mal gerade sagen, ist schon mal nicht schlecht. Kann noch mal die Details angucken. Okay. Wieso macht er jetzt auf Maus? Das verstehe ich nicht. Vorne Figuren, sobald eine 5 Sterne, das zweite bis siebte Mal. Okay. Also ich hätte anscheinend auch 5 Sterne Figuren ziehen können. Oder wie? Ja. 3 5 Sterne Figuren gibt's. Gut, ich finde trotzdem, wenn da steht halt bei jedem zehnten Ziehen eine 4-Sterne-Figur, finde ich trotzdem beim ersten Mal Ziehen 3 4-Sterne-Figuren ziemlich nice. Ah ne, warte mal, es sind 5. 5 5-Sterne-Figuren. Ups, habe mich verguckt. Entschuldigung, mein Fehler. Ja, und 3 Sterne sind alles die Waffen. Okay. Okay, so. Dann gehe ich mal Händler mal gucken. Aha. Diesen Monat noch verfügbar. Das heißt, ich kann hier. Warte, ich kann hier einfach gute Waffen kaufen. Sehe ich das gerade richtig? Uff. Abenteuerstufe benötigt. Okay. Das heißt, es kann aber auch sein, dass ich später noch Besseres kriege. Und das sind jetzt alles andere. Ne, warte, das sind alles andere Waffen, ne?
Schwert, Großschwert, Jagdspeer, Zauberbuch, Langbogen, Kristallhorn. Frische Triebe des Flusses der Elemente. Keine Ahnung, was das sein soll. Kann mir gerade nichts drunter vorstellen. Chaosgetriebe, keine Ahnung. Sieht ein bisschen aus wie ein Schild. Nebelgras, Docht. Zeremonielles Kundschafter Langschwert. Versteinertes Knochenstück. Schleimkonzentrat und eine volle Maske. Okay. Also ich glaube, da werde ich später gucken, was ich damit mache. Warte, hä? Ach, das kann ich gar nicht kaufen. Ich habe mich gerade verguckt. Das ist das. Das hier ist Sternenglanz und nicht Sternenstaub. Das hier wäre Sternenstaub. Okay. Okay, also Materialien wie Erze, XP-Bücher in Anführungszeichen und Materialien zum Aufleveln der Figuren. Das haben wir ja schon mal gesehen. Mit Urgestein kaufen. Verwobenes Schicksal und vorbestimmtes Schicksal. Ach, das sind die Dinger zum für die für das, oder? Für das Gebet, ne? Ja. Ah, okay. Das muss ich also erst umtauschen, um dann hier das zu machen. Ah, okay, ja. Okay, ich könnte jetzt also theoretisch noch sagen, hey, ich tausche nochmal um und mache noch ein zweites. Und ich glaube, das mache ich auch. Entschuldigung dafür nochmal. Dafür brauche ich das. Wie viel hatte ich? Ne. Mal die falsche Taste. Wie viel hatte ich? Ja, warte mal. Bin ich selber wieder verwirrt. Ich habe 5, ich brauche noch 3, so, meine Güte. Entschuldigung. Ich brauche noch 3. So, kaufen. Okay. Weil ich will jetzt auch nicht alles dafür ausgeben. Ich will einfach nur nochmal einmal das machen. Das sieht wieder aus, ob da was Gutes bei ist. Razor. Sieht mir nach Eismagie aus. Jadekugel. Bogen. Diese Waffen kann man theoretisch einfach durchskippen, weil man sieht sehr oft dasselbe. Oh, das ist ein anderer Bogen diesmal. Gut, man sieht nicht immer dasselbe, aber man sieht oft dasselbe nochmal. Das ist ein anderes Buch. Nochmal Ningguan. Diesmal nur 2 Charaktere. Und hier habe ich jetzt was zum habe ich dadurch, dass ich hier ja schon habe, kann ich umwandeln. Aha. Okay, wir gucken uns erstmal ihn an. Razor. Verwendete Waffe Zweihand. Und der hat irgendeinen Elektrokompan. Wolf. Ein Junge, der zusammen mit Wölfen in Wolfenlauf bei Mondstadt weit ab von den Menschen lebt. Seine Instinkte sind scharf und seine Bewegungen schnell. Das war also sein, keine Ahnung, Wolfsgeist, sag ich jetzt mal. Okay, also so wie der aussieht, habe ich nicht mit dieser Stimme gerechnet. Ja, Blitz, sag ich doch. Clown und Donner, Blitzclown, jo, okay. Elektro. Das haben wir uns schon gedacht. Habe ich mir schon gedacht. So, umwandeln. Wie kann ich denn das umwandeln? Ich gucke mir jetzt hier so sie nur wieder an. Wie kann ich denn umwandeln? Ah, ich muss mich entscheiden, für was ich umwandle, oder? Herrenloser Sternenglanz. Eine Währung, die beim Händler gegen wertvolle Ressourcen eingetauscht werden kann, zurückgeblieben vom Gewinn des Schicksals Sterns, vielleicht vermag es, andere Ecken des Universums zu erhellen. Das ist doch die hochwertigere Kaufmaterialie, sage ich jetzt mal. Was ist hiermit?
zum Aktivieren von Sternbildern. Stella Fortuna von Ninguan. Materiell zum Aktivieren von Sternbildern. Dann müsste ich aber eigentlich beides bekommen, oder nicht? Ja, und wie gesagt. Warte, ich habe jetzt drei unterschiedliche Bögen. Der eine Bogen ist auch neu. Okay. Okay, das waren die beiden, die ich machen konnte. Jetzt kann ich also hier die, wo es zum Beispiel 21 Stunden verbleibend machen, wenn ich möchte natürlich. Hier sind 6 Tage verbleibend, das sind dann für die Waffen. Dafür muss ich aber mehr ausgeben. Na gut, ist dafür natürlich gezielter, ne? Das ist halt ausschließlich Waffen. Ja doch, ausschließlich Waffen, genau. Und das ist ausschließlich Figuren. Kann ich mal noch gucken. Ich habe jetzt 2 von denen hier. Von dem Sternenglanz. Das ist nix. Wenn man so guckt, okay, hier mit Level 35, Abenteuerstufe 35 kann ich hier holen. Aber die oberen hier kann ich mir halt noch nicht holen damit. Im Sternenstaub habe ich jetzt 225. Damit könnte ich jetzt hier die billiger holen. Wie viel würde ich denn da kriegen? 3, ne? Ja, genau, 3. Kann ich aber keinen kompletten 10er machen. Und das ist alles wieder für höheres Level. Ich könnte es machen, aber ich glaube, ich lasse das erstmal. Ist der aufladen? Nee. Okay. Damit haben wir das.